Fünf Jahre nach dem mittelmäßigen Driver 3 veröffentlicht Ubisoft am 1. September 2011 mit Driver San Francisco jetzt den nächsten Titel der Reihe. Mit diesem will das Entwicklerteam um Creative Director Martin Edmondson zurück zu den Wurzeln. Zurück zum Klassiker Driver. In London haben wir Driver San Francisco nun für euch angespielt. Und tatsächlich übernimmt Undercover Cop John Tanner im neuesten Teil wieder das Steuer. Kollege Jones und der gelbe Dodge Challenger sind ebenso dabei wie Erzfeind Jericho. Weil Driver San Francisco direkt an die Handlung von Driver 3 anschließt, erfahrt ihr auch endlich, wie der Shootout zwischen Tanner und Jericho ausgegangen ist. Tanner hat überlebt und Jericho landet im Kittchen. Die Nachrichten verkünden seine Festnahme. It's a big day for justice. Convicted cop killer and international smuggling kingpin Charles Jericho faces sentencing later today. Doch die Ruhe in San Francisco hält nicht lange an, denn Jericho flieht mit dem Gefängnistransporter. Tanner bekommt Wind davon und hängt sich an seine Fersen. Bei der spektakulären Verfolgungsjagd kommt es zum folgenschweren Crash. Tanner wird schwer verletzt und fällt ins Koma. Jericho entkommt. Diese frühe Story-Wendung nutzen die Entwickler, um in Driver San Francisco ein neues Spielelement hinzuzufügen. Mit der sogenannten Shift-Funktion kann Tanner aus seinem Koma heraus fremde Personen und deren Fahrzeuge übernehmen. Leider gibt es vom Shift-Modus noch keine bewegten Bilder, die wir euch jetzt zeigen können. Ihr müsst euch das aber ungefähr so vorstellen. In einer Google Earth-ähnlichen Ansicht fliegt ihr über San Francisco und sucht euch bequem euer nächstes Gefährt aus. Einige Wagen sind rot, gelb oder blau eingefärbt. Die Farben stehen für die unterschiedlichen Missionstypen City, Tanner oder Dares. Dares sind kleine Mutproben, in denen ihr die hügeligen Straßen als Schanzen für weite Sprünge missbraucht. In den City-Missionen müsst ihr zum Beispiel verletzte Personen mit einem Krankenwagen in die Klinik bringen oder als Gangster vor den Cops fliehen. So schaltet ihr Tanner-Missionen frei, die die Haupthandlung um Tanner und Jericho vorantreiben. Das Fahrgefühl von Driver San Francisco ist schon in dieser frühen Phase der Entwicklung sehr gut. Die Verfolgungsjagden durch die stark befahrene Stadt machen wirklich Spaß, auch weil das Spiel mit 60 Bildern pro Sekunde läuft. Die Raserei bleibt stets flüssig und das Geschwindigkeitsgefühl ist prima. Mit etwas zu viel Druck auf das Gaspedal bricht unser Dodge aus und wir driften mit quietschenden Reifen in die Kurven. Fußgänger springen uns aus dem Weg und andere Autofahrer drücken ängstlich auf die Bremse, wenn sie uns sehen. Bei schneller Fahrt fällt dann die schlichte Grafik der Umgebung auch nicht weiter auf. Trotzdem finden wir, dass Ubisoft besonders bei den Texturen der offenen Spielwelt noch nachlegen muss. Die Zwischensequenzen dagegen sehen schon sehr schön aus. I've been here before. Hey, what the hell are you talking about? Insgesamt sind wir skeptisch, wo der Weg von Driver San Francisco hinführt. Auf dem jetzigen Stand kann die Grafik nicht mit aktuellen Spielen mithalten. Dafür ist das Fahrgefühl hervorragend und die Missionen, die wir anspielen durften, waren durchweg gut inszeniert und abwechslungsreich. Auch bei der Shift-Funktion sind wir uns noch unsicher, ob das so funktioniert, wie die Entwickler es sich vorstellen. Einerseits bringt sie Taktik ins Spiel, andererseits wirkt das mystisch angehauchte Story-Element in der Serie doch etwas deplatziert.